Es wird wieder super nostalgisch jetzt. Das ist, also, ach, ich habe immer so schöne Erinnerungen teilweise an Videos. Das Video, da sind richtig viele Erinnerungen, weil das ist teilweise mit einer Reise verbunden. Ja, ja. Das und ich habe, oh, ich habe einen Fact, der ist absolut sick. Krass. Ja, erzähl ich gleich. Ja, okay, erzähl gleich. Ja. Ja. Ich habe auch einen Fact so. Also erstmal, okay, nee, erstmal müsst ihr erstmal wissen, worum es geht gerade, ne? Es geht nämlich um. So, weil ich keck vergessen habe, die Anmoderation zu machen, es geht um ein ganz altes Kendama-Video, das ich damals offline stellen musste. Aber by the way, Kendama gibt es trotzdem noch im Shop. Link unten in der Videobeschreibung. Also, ich weiß nicht, ob du meinen Fact weißt, aber das, was ich gleich erzähle, ist eigentlich unvorstellbar. Was? Ja. Ey, du tiest so krass an, Alter. Also, für dich war es vielleicht nicht so besonders wie für mich. Aber es ist absolut verrückt. Ich bin gespannt. Das ist ein Video, das auf privat gestellt worden ist. Nicht aus dem Grund, weil ich das wollte, sondern weil ich dafür 60.000 Euro Strafe gezahlt habe. Das hast du mir vor 2 Wochen erzählt. Und das ist so krass. Mir war gar nicht bewusst, dass man so viel Strafe zahlen kann. Das war noch runtergehandelt gefühlt. Boah. Und das, obwohl die Genehmigung da war. Ja. Von jemandem, der halt die Lizenzen nicht hatte. Ah, okay. Ja, also, ich hätte auch jeden auf der Straße fragen können, kann ich es hochladen? Er würde sagen, ja. Ich habe ein Video auch noch online, wo ich genau dasselbe Ding habe. Ich sollte das vielleicht mal offline nehmen. Echt? Hast du es noch? Ja, aber 60.000, jetzt machst du weniger gesagt. Echt? 60.000, ja. Boah. Ja. Direkt offline nehmen. Ja, ja, safe. Und da habe ich auch auf Twitter gefragt, ob ich den Song benutzen kann. Ja, das solltest du. Okay. Das ist nicht so ganz safe auf Twitter. Es geht um das Video hier. Seid ihr bereit, Freunde? Die ersten paar Minuten muss man sich erstmal geben, weil es super schwierig, da jetzt mitzureden. Weil ihr müsst wissen, so 2015, glaube ich, war das Video. Oder 2016. Da war YouTube noch ein bisschen schneller auf jeden Fall. Da waren wir auch ein bisschen ungeduldiger und ein bisschen jünger. Werdet ihr sehen. Ihr das? Ihr leidet an Langeweile, Kopfschmerzen, Kaffeeallergie, Hausaufgaben vergessen, Hausaufgaben gegessen, deswegen Durchfall, dann holt euch jetzt das neue Spielzeug aus dem Julian Bam Shop, das Kendama. Doch was bringt euch ein Kendama? Mehr Sprungkraft, unsichtbare Klamotten, eine Perücke tragen, eine Perücke fragen, bessere Noten, Freiheit oder zumindest die Aufnahme von einem Adler, der die Freiheit symbolisiert. Vor allem so bessere Noten, aber von 6 minus auf 6 plus. So. Ein Kendama. Und natürlich Spaß. Aber wie soll ich denn hiermit jetzt Spaß? Schnauze! Es ist unglaublich. Vor einer Woche sah ich doch so aus und jetzt erkennen mich meine Freunde kaum noch wieder. Kennt ihr das? Ihr wacht morgens auf der Straße auf mit nur einer Boxershort an, während ein Fahrrad auf euch liegt? Dann braucht ihr das Kendama. Oder kennt ihr das? Sieht aus, als würdet ihr etwas mit Dagi Bee haben? Was macht ihr da? Dabei hebt sie eigentlich ihre Kette auf und ihr spielt nur Kendama. Diese Szene. Dagi wird das nie wieder mitmachen, sowas. 44 Sekunden? Da ist so viel passiert schon wieder. Boah, stimmt, es sind 44 Sekunden gerade gewesen nur. Alter. Alle, einfach. Jimmy, Vince, Kendama, Bam, Dies, Note, Joke. Gehört Zeit. Die ganze Zeit. Jetzt kommen gleich noch so Reime von Kendama. Das ist auch noch krass. Bin auf den Ball im Becher? Scheiß auf den Ball im Becher! Kendama! Ich hoffe, ihr spielt nicht Barbie und Ken, denn Kendama! Was kommt aufs Brot? Kein Rama! Kennt ihr das? Bam! Auch noch dabei. Ich habe dich geliebt. Sorry, aber ich liebe einen anderen. Kendama. Kendama. Ich habe immer noch Durchfall. Was macht man mit dem Kendama? Spielen. Pokémon Go wegwerfen und weiterspielen. Spielen, sogar während ihr Kaffee trinkt. Neue Tricks lernen. Neue Tricks erfinden. Und sogar neue Tricks lernen. Eigentlich. Kendama. Ey, was steht da eigentlich alles bei Jimmy? Und sogar neue Tricks lernen. Johnny, Playboy, XXX, Jojo-Spieler, Model, Designer, Taxifahrer. Ey, das sind so viele Sachen schon wieder gewesen. Aber diese Wortspiele waren geil. Die waren cool. Ja, ja, übelst. Kein Rama, K-Drama. Ken war mal. Stimmt. Funny, ja. Scheiß auf den Ball im Becher, das war mein Lieblingsfach. Ja, da ja. Damals schon viel lachen müssen drüber. Egal, ob ihr Mann, Frau, Baby seid. Das Kendama ist für alle da. Eine Studie hat bewiesen, dass Kendama nachgewiesenermaßen den Absatzmarkt von Fernsehern um genau 43,7% steigert, das Haarvolumen von Perücken steigert, nicht gegen Durchfall hilft. Und noch vieles mehr. Greift jetzt zu, denn beim Kauf von jedem Kendama bekommt ihr ein Kendama. Das war definitiv eine beschissene Werbung. Das war eine super Werbung. Mega, das war jetzt gerade eineinhalb Minuten so. 1:40 jetzt. Alter. Holy shit, das prügelt richtig in dich hinein, so. Und da war sogar schon eine Szene aus London. Stimmt, mit Dagi. Ja. Dazu kommen wir gleich. Okay, ich bin damn gespannt, was du zu erzählen hast. Das gesehen, mein Kendama ist jetzt endlich offiziell in meiner... Das war ein bisschen später, das sehe ich daran, dass da rechts kein Alkohol mehr drin war, sondern Preise. Hier in dem Schrank war immer Alkohol drin. Ja, ich weiß, das war deine persönliche Bar. Ja,
Store erhältlich. Viele, die ich von euch draußen getroffen habe, die haben mich schon draußen mit den Kendama spielen sehen und die meisten wissen auch, dass ich das jedes Mal dabei habe, wenn ich irgendwie rausgehe. Wir haben sehr viel damit gespielt. Voll. Wir haben sogar jeden Abend im Wohnzimmer trainiert. Voll. Also Tricks, man entwickelt seinen eigenen Style. So richtig Trainingssession, ja. So 2 Stunden lang, ja. Bis irgendwann so der Rücken wehtat. Ja, ja, wir haben uns wirklich getroffen, um Kendama zu trainieren. Nicht zu spielen, sondern trainieren. Mit Cup, einem Small Cup, dem Spike, dem Base Cup und dem Cup of Coffee. Kendama spielen erfordert sehr viel Disziplin, für die man aber auch sehr schnell belohnt wird. Ich habe ja schon super vielen YouTubern gezeigt und die haben wirklich unsere Wohnung erst verlassen, wenn die den ersten Trick geschafft haben. Ey, das ist so eine krasse Werbung, Alter. Ich würde mir jetzt ein Kendama kaufen. Ich hab deinen Julian Bam Kendama bis vor 6 Monaten immer noch benutzt. Krass. Ja, ich habe mir dann erst ein neues gekauft, weil das komplett kaputt war. Ja. Also wirklich, wenn die Spitze nicht mehr funktioniert, dann macht es keinen Sinn. Dann stimmt, ja, dann ist es schwierig. Aber es ist geil, wenn du ein neues Kendama hast und dann funktioniert alles so geschmeidig. Und es landet so perfekt. Ja, und der Sound, das ist geil. Das ist das Satisfying. Ich habe jetzt gerade wieder angefangen, so Stories zu machen mit dem Kendama. Und diese Stories haben einfach so 3-mal so viele Aufrufe. Fast eine halbe Million. Das ist auch cool. Ja. Ich mache es auch voll gerne. Ja. Es ist ein geiler Sport und ich glaube bis heute immer noch einfach zu unbekannt, weil die Leute gar nicht verstehen, wie heftig das eigentlich ist, was da teilweise passiert. Ja, vor allem hungriger Hugo war gerade eben noch da. Mhm. Der hat auch das Kendama und der war so fokussiert darauf. Der hat einfach so alles abgeschaltet. Man wird auch meistens sofort süchtig, weil der Ehrgeiz einpackt. Ja. Man will es schaffen. Voll. Und dann ist man sofort drin. Es macht wirklich unendlich süchtig und man kann echt unendlich kreativ sein. Oh, den kann ich gar nicht, weil den muss ich wieder raus. Wusste gar nicht. Es hat wirklich so lange gedauert, bis ich endlich mein eigenes Kendama mal in die Kamera halte. Blablabla, da rede ich. Ich habe das hier schon seit 2 Monaten und es ist wirklich... Oh, gleich kommt der geilste Part. Ich bin 1000 Mal auf den Boden gefallen. Aber ich bin wirklich glücklich, nicht nur dieses geuste, kaputte Kendama in den Händen zu halten, sondern auch dieses kaputte Kendama in den Händen. Komm, hier richtig abgerüstet. Ey, es ist so crazy, wie laut ich damals gesprochen habe. Ich habe dieses Kendama hier, aber ich habe auch dieses andere Kendama hier. So richtig laut. Deswegen war dein Style. Das war der Style, ja. Falls ihr euch für das Kendama interessieren solltet, der Link ist unten in der Beschreibung. Zu dem Bam-Shop, Digga. Verlinkt, das könnt ihr nicht übersehen. Lasst uns, wenn wir uns draußen sehen, zusammen Kendama spielen. Und noch was, wenn ihr das Kendama besitzt, dann schickt mir einfach ein Video von euren neu gelernten Tricks an diese E-Mail hier unten. Wir schneiden ein kleines Video. Ich habe da noch nie reingeschaut. Doch, wir haben uns das angeguckt. Echt? Ja, ich bin mir sicher, weil wir wollten ein Bento-Reaction machen, das haben wir nicht gemacht, aber wir haben einige Videos davon geguckt. Ich weiß nicht, ob es genug waren, aber wir haben auf jeden Fall uns ein paar angeguckt. Ach stimmt, alle waren zu wack, glaube ich. Ja, und ein Pro dabei. Stimmt, ja. Der uns dann auch ficken wollte, aber der sein eigenes Kendama hatte. Ja, nee, verpiss dich. Wir den Zweitkanal zusammen. Der Zweitkanal, der übrigens wieder aktiver ist. Wir sind keine Profis im Kendama spielen und üben immer, wenn wir mal ein bisschen Freizeit finden. Aber trotzdem zeigen wir euch ein paar Aufnahmen, damit ihr seht, was man mit diesem Kendama eigentlich so machen kann. Viel Spaß und stay fresh. Okay. Boah, jetzt kommt so ein Part. Genau, hier auf jeden Fall den Song rausnehmen. Sonst wird's teuer. Sonst wird's nochmal sehr teuer, auf jeden Fall. Der Song hat aber wirklich geil gepasst. Der ist richtig. Passt ja vielleicht auch nicht mehr so genau auf die Cuts. So. Aber egal. Egal. Und ganz ehrlich, zu der Zeit hat noch nie jemand Vlogs gemacht mit der Qualität in Slow-Mo. True. Danach kommt Dena, macht komplett seinen Kanal auf. Ja, danach ging es auf jeden Fall los mit Filmmaker-Vlogs und sowas. Ja. So richtig auch Vlogs mit guter Qualität und Grading und so ein Shit. Tschüss. Hey, where have you been? I've been looking for you now and then. Und da waren wir, weißt du noch genau, wo wir waren? Da? Ja. Ja, in London. Ach, das war wirklich in genau, London? Genau, das war in London. Da wurdest du von Instagram eingeladen, um ein Wochenende lang die Insta-Stories zu testen. Und jetzt kommt die heftige Story. Ja. Du und Dagi waren die ersten beiden deutschen Creator, die Funktion von Insta-Story bekommen haben, weil es gab zu dem Zeitpunkt keine Insta-Stories. Und weil ich dabei war auf dieser Reise, hat Heiko mich einfach freigeschaltet und ich war der Dritte in Deutschland, der eine Insta-Story machen konnte. Was? Echt? Es gab noch keinen davor, vor diesem Samstag, der jemals gesehen hat oder wusste, dass es Insta-Stories geben wird. Boah. Und jetzt kannst du dir Insta-Stories bei Instagram gar nicht wegdenken. Nee. Krass, ne? Krass. Ich habe mich voll geehrt gefühlt. Voll. Das habe ich komplett vergessen einfach. Wie heftig das ist. Komplett vergessen. Ja, und da waren wir quasi in London und da sind wir gerade angekommen. Wir haben immer zwischendrin diese Kendama-Videos gedreht.
und dann sind wir mit einem Boot auf eine Bohrinsel gefahren, die zu einem Hotel umgebaut wurde. Das war damals so ein Bunker irgendwie, so ein Wasserbunker. Nee, es war, ich glaube, das war mal eine Bohrinsel damals oder ein Bunker oder irgendwie was. Auf jeden Fall war das ein Hotel mitten im Wasser. Genau. Und da kommen die verrückten Engländer ins Spiel. Ja. Wie hieß Ben und Philip? Ben und Elliot. Elliot und Ben? Ich weiß. Ben Phillips hieß der eine. Ja, stimmt. Und Elliot hieß der andere. True. Die hatten so, die waren die größten Pranker damals. Genau, aber auch auf Facebook. Genau. Die hatten einer der größten Facebook-Kanäle, haben so krasse Pranks hochgeladen und die Jungs waren wild drauf. Boah, die waren so wild drauf. Ich weiß nur, da waren wir irgendwann so im Bus und dann hatten die ganze Zeit nur gefressen. Auf einmal holte so eine Tupperdose, wo einfach Wurst drin war. Und der so, hier, wollt ihr auch Wurst? So, nee, Digga, danke, aber nee. Und die haben auch getrunken. Und die haben so getrunken. Eine Mische ausgetrunken, Glas auf den Boden geworfen, eine neue Mische. Ja. Und einfach selbstverständlich alles auf den Boden geworfen. Ja, ich weiß noch, wie es angefangen hatte. Und zwar haben die einfach, da war auf dem Billardtisch, der war am Ende so ein bisschen abgeschrägt und da hat er Glas drauf getan und hat einfach so, guck mal. Und der Chef hier, ne, der Chef von Instagram war noch dabei. Ich weiß. Und wir beide und die Brüder und der Chef halt, ne, dann macht er es weg. Und der Chef lacht so halt so mit, weil ich hätte auch nicht gewusst, wie ich darauf reagieren soll, ne, weil das sind halt so, die sind halt... Du kannst dir nicht sagen, mach das nicht. Genau. Wenn du die beiden einlädst, dann die sind halt Künstler auf ihre Art und du sagst da nichts. Ja. Wenn die das für richtig halten, auch wenn es nicht richtig ist, ein Glas kaputt zu machen, dann ist das so. Und dann haben die noch den Chef überredet, dass er auch ein Glas kaputt macht. Die so, jetzt komm, und droppen. Ich war schon so, oh shit. Und dann macht es kaputt und dann rasten die so komplett aus, nehmen so Gläser, werfen die jetzt auf den Boden. Und dann ist der Heiko dann irgendwann abgehauen dann noch. Ja, das war ihm zu viel. Und dann waren wir mit den Jungs noch ein bisschen am Chillen und dann sind die komplett ausgerastet. Ja. Die angefangen, die Billardkugeln rumzuwerfen und irgendwann waren die so richtig drunk und haben sich gechallenged, in die heiße Glühbirne zu greifen, um die so aufzudrehen, um sie dann auch kaputt zu machen. Und es gab so ein Seemann-Kostüm-Statue-Ding, den hatten sie von dort auch irgendwie mitgenommen und irgendwie draußen aufgestellt und irgendwo zugetaped. Und wir sind dann irgendwann nur noch weggerannt, die haben uns halt gejagt. So, ihr müsst euch vorstellen, die haben diese Glühbirne, ne? Die haben erstmal nur geworfen, so hier fangen und wir so, nein, der ist viel zu heiß und sie ist ja kaputt gegangen, bis sie auf einmal angefangen haben, die wirklich auf uns zu werfen. Die haben dich auf einmal in diesen Drehstuhl da reingetan, ne? Die meinen, komm jetzt, haben die dich so lange angedreht, bis du umgefallen bist. Alter, das war Chaos, ne? Es war witzig, aber es war auch sehr verrückt. Teilweise wusste man nicht, was man machen soll. Ja, wir haben ja einfach mitgemacht, weil wir auch gefühlt so einfach Respekt vor der ganzen Situation hatten. Aber was? Weil wir auch ein bisschen drunk waren. Hey, we don't need no one else than each other. You and me. Das ist Instagram-Pulli auch noch angehabt. Playboy! Wie jung ich noch aussehe. Ja, wie wenig verbraucht, wie fresh du aussiehst. Ja, jung halt und jung, sportlich. Ja. Sportlicher. Tschüss. Ah, das war ein geiler Trick. Ja. Boah, der ist miese, der Trick. Ist nice. Oh ja, den gab's auch. Oh ja, ja, ja. Bam! Wenn es mit einem Spike endet, dann hast du alles richtig gemacht. Ja, der muss immer mit einem Spike enden. Das war dein Lieblingstrick. Der ist auch sick, der. Ja. Bam! Zack! Wir haben auch irgendwann angefangen, so Tricks zu erfinden. Aber der ist auch geil. Den habe ich aber geklaut, wie gesagt. Ach ja, Shotgun. Oh, Shotgun, stimmt. Aber der, glaube ich, war auch... Und jetzt Spike. Ja, Mann, Alter. Überleg mal, einfach so eine Reise zu machen. Wir haben einfach noch kein Dama gespielt. Wie die ganze Zeit. Ja. Also ich weiß wirklich, dass diese Shots war ja nicht auf Anhieb geschafft. Nee, sieht das aus. Heißt, das waren ja alles 20, 30 Aufnahmen. Ja, ja. Wir waren gefühlt so richtig so Kendama-Botschafter irgendwie. So Ambassador für Japan gefühlt. In London. Ja. Wir haben so Kultur rübergebracht. Wie man so Dagi und Annika null sieht. Ach, die waren ja auch noch da. Stimmt. Das waren alles so große Creator zu der Zeit. Voll. Das war der andere Bruder. Voll die Energy. Ach stimmt, die haben auch immer gedabbt noch.
richtig die, den Leuten noch so beigebracht hier. Alter, heftig. Auf der Straße so. Ja. Wie viel Spaß alle auch hatten. Er war auch so random, er kam so, okay, ich mach einmal, ne? Und hat direkt den Spike gemacht. True, so, true, true. Du Cheater, du hast das war in dem Facebook-Office. Genau, ja. Facebook und Instagram gehört jetzt zusammen. Ich glaube, das war sogar recht frisch noch, dass sie zusammengekommen sind. Genau, 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 genau. Ich hab Bock auf Kendama. Ich hab mega Bock auf Kendama. Also da waren schon echt paar Tricks dabei, die ich gerade nicht mehr drauf habe. Warte, ich hol eins. Aber ich glaube, dafür habe ich mittlerweile so ein paar andere Kombos drauf. War das die Story, die du erzählen wolltest, der Insta-Story? Ja, ja. Das war auf jeden Fall krass. Ja, ist eine krasse Story. Oh. Hier. Okay. Hä? Los, Bruder. Okay, so. Let's go. Na, okay, warte. Jetzt eine Kombo. Nice. Boah. Ach, knapp. Ja, Digga, du kamst letztens mit deiner Insta-Story 5 von 10 hier. Ja, ja. Komm. Ja. Aber so, mach einfach mal, ist gar nicht so einfach. Nee, nee, das ist ja kein Problem. Man braucht halt ein paar Versuche. Alles verkackt jetzt gerade. Ja, es ist Vorzeige. Ne, da klappst du noch nicht mehr. Oh, oh. Ach, nee, nee. Wir brauchen auf jeden Fall noch ein paar Trainingssessions. Oh. Ja. Irgendwie traurig gerade. Irgendwie traurig. Irgendwie traurig. Ein Leistung, den müssen wir hinbekommen. Alter, warte schon zwei. Kann ja nicht sein. Aber wir können eine Kombo machen. Wir können doch beide den hier und dann den hier. Ja, komm. Okay. 3, 2, 1. Oh, ich hab's nicht geschafft nochmal. 3, 2, 1. Oh, jetzt hab ich verkackt. Nochmal. Nee, jetzt hab ich verkackt. Oh, Mann. Okay, jetzt. Die Sache ist, Kendama, eine Regel, Freunde, das ist ein Sport aus den Knien. Es geht um das Abfedern. 3, 2, 1. Ja, easy. Boah, das macht so Bock, Digga. Ja, man kann nicht mehr aufhören. Ja. Ey, Freunde. War schön. War ein geiles Video. War ein geiles Video, ey. So, bei Rob gibt's auch was. Wir haben auch Videos gedreht dort. Sehr, sehr spannend. Wir gehen jetzt gleich in den Pool, ne? Ja, voll. Ich freue mich voll. Das ist mein zweites Mal Pool. Boah, stimmt, ja. Okay, let's go. Bis später. Ciao, ciao.